Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal gibt es ein Update aus dem Beta Rubra Wild Beta Aquarium. Nach 4 Wochen, glaube ich, habe ich Sätze hochgeladen. Und ja, ich würde mal sagen, hat sich schön entwickelt. Ich muss jetzt sogar teilweise schon Dunkelkuren machen, weil ich natürlich ja auch wieder eine Fadenalgenplage habe. Wer hätte es nicht gedacht? Oben übrigens auch, deswegen ist da auch gerade Licht aus. Beziehungsweise nur Blaulicht. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Becken. Aber irgendwie nervt es mich, dass da so eine Lücke ist. Und ja, ansonsten gefällt mir diese Ecke ganz gut. Es ist so geworden, wie ich es mir gedacht habe, dass sich das hier so einen Halbkreis bildet. Hier vorne in dem Bereich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie Steine oder irgendwas mir suchen, weil das hier vorne gefällt mir überhaupt nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre mich auch ein bisschen krank an, weil ich war auch krank. Aber kein Corona, nur Kinderkrippe. Natürlich, jetzt wo das Baby gekommen ist, bin ich nochmal richtig krank geworden. Ja, und im Hintergrund sind natürlich wieder die Hunde am Gackeln. Was sonst, ne? Ich mache ja hier nur ein Video. Ja, also das dazu. Gestern waren hier ganz viele Garnelen. Und da ist auch eine. Also die ist jetzt am bräunlichsten. Hier waren aber echt 2, 3 richtig rote drin. Und ja. Das Einzige, was immer wieder passiert, ist, dass die Anubia hier so ein bisschen sich vom Fleck bewegt. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Die werde ich dann mal irgendwann festkleben, wenn ich hier den nächsten Wasserwechsel mache. Tatsächlich wollte mir jemand weiß machen im Forum, dass eine Anubia im Kies wurzeln kann. Da musste ich dann auch mal wieder ein bisschen schmunzeln, weil das funktioniert nur, wenn die Wurzeln da, also Anubia ist eine Aufsitzerpflanze und ich bin echt die Niete, was Aquarienpflanzen angeht. Mit der Bestimmung und so weiter, aber ein paar kenne ich auch und bei diesen Pflanzen, auch bei Busse Verlandra, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist es so, dass diese Wurzeln nicht in die Erde oder in den Kies sollen, weil die dann da gammeln. So. Ihr seht, die Wurzeln sind richtig schön gesund. Die hellen Stellen sind die neuen Wurzeln und die grünen sind die älteren Wurzeln. Und bei solchen Pflanzen ist das wichtig, dass das Rhizom, das ist im Prinzip dieser obere Bereich hier in der Pflanze, also im Prinzip das hier alles, da muss ich auch hinzeigen, dass hier alles über der Erde ist. Wenn die Wurzeln hier ein bisschen in der Erde sind, ist es nicht so schlimm, dann gammeln die und sterben ab oder kommen wieder aus der Erde raus, je nachdem, aus dem Kies, aus der Erde. Und ihr seht, die wurzelt hier an allen Stellen und dadurch kann man die sich auch schön vereinzeln. Das ist fast wie bei einer Stängelpflanze, man schneidet die sich. Gibt es echt tolle Videos auf YouTube. Man sieht hier auch im unteren Bereich, dass die ganz viele Ableger bildet sozusagen. Aber ich bin da jetzt nicht so drauf erpicht, dass ich mir jetzt 10.000 kleine Ableger mache, weil ich das eigentlich so ganz schön finde. Und ihr seht auch, dass die Pflanze sehr gesund ist. Denn sie wurzelt nicht in der Erde, sondern sie wird einfach, deswegen nennt sie sich auch Aufsitzerpflanze, auf einen, wie bei einer Orchidee auch übrigens, nur die Orchidee ist für den menschlichen Markt in den Topf gesetzt worden. Man steckt die sozusagen eigentlich zwischen Wurzeln und Stein und dann entwickelt die sich. Genau, das dazu, das wollte ich einmal loswerden. Also ein paar Pflanzen kenne ich mich sehr gut aus, darunter Orchideen und ein paar vereinzelte Aquarienpflanzen. Auch wenn ich die Vaselinien immer falsch ausspreche, ihr kennt's. Die waren jetzt hier auch bis hier vorne.
gekommen. Hier sieht man sie, wuseln die sich schon weiter. Und da war ja eine, die habe ich jetzt vorgestern vereinzelt, beziehungsweise rausgeholt und woanders hingesteckt. Und ja, ich will also den Bereich hier vorne groß halten. Okay, die habe ich ein bisschen rausgezupft, die muss ich wieder reinstecken. Hier seht ihr das schon, wie die Vaseline-Nien. Ihr wisst es ja, ich sage das immer falsch, schon vorkommen. Die muss ich also jetzt auch nochmal ziehen, weil ich will die ja nur im hinteren Bereich haben. Also so ein bisschen scapen tue ich hier auch, aber eher nur so, um das Blickfeld schön zu halten. Dann werde ich diese roten, deren Name ich vergessen habe, auch wieder schneiden. So in der Höhe ungefähr über dem Blatt. Und dann wieder einpflanzen. Und die hier, die wachsen ja auch schon. Guckt mal, da kommen schon schöne grüne Blätter, die dann sich so braun-rot verfärben. Ja, ansonsten, die Ecke bin ich noch nicht so zufrieden. Die Ecke ist schon eher was. Die, ihr wisst schon, ja, Wortfindungsstörungen, die muss ich auch nochmal ein bisschen runterschneiden. Das mache ich jetzt aber nicht. Und hier muss ich so ein bisschen Algenmoose raussammeln, aber sonst suche ich halt noch einen schönen Decker für hier vorne, einen Stein oder Naturmaterialien halt. Ja, ein bisschen Ölfilm habe ich, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Und sonst ist das Becken echt zu meiner Zufriedenheit. Schnecken vermehren sie natürlich. Ja. Genau, das dazu ist schon wieder länger geworden, wegen der Erklärung. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen für Steine oder Pflanzen, vielleicht auch für diesen hinteren Bereich da. Dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich wünsche euch ja, schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Und sage einmal ciao.